Moin, moin allerseits und willkommen zu einer blutigen neuen Folge mit RimWorld. Ja, zuletzt hat es hier irgendwie so einen kleinen Straußenangriff gegeben, den wir allerdings mit ganz viel Schusspower zurückdrängen konnten. Boah, ein paar Geschütze sind leicht angeschlagen, aber das geht alles noch in Ordnung. Könnte schlimmer sein. Und sogar der Elefant wurde hier mit so einem Pflaster versorgt. Wunderbar. Mehr will ich doch gar nicht. Stell mir so richtig vor, schön vor, so ein dicker Elefant und dann so auf so einen Schnabelpieke einfach mal so Pflasterchen drauf und ja, gute Genesung wünschen. So, Anki repariert im Moment eher, als dass da irgendwas gebaut wird, aber kann ich auch ehrlich gesagt verstehen. Aber im Moment läuft ja hier unsere Verteidigung relativ gut. Kann man sich echt nicht beschweren. Problem ist, wir brauchen eine Tür. Die sollten wir mal wieder hinbauen. Sandsteintür einbauen. So viel Sandstein muss sein. Der Elefant hat sich zumindest schon mal wieder erholt. Zero auch schon. Ach, nur noch Grau ist hier übrig. Perfekt. Alle anderen sind schon wieder quickfidel. Und längst wieder dabei, andere Dinge zu tun. Im Moment müssen wir gar nichts jagen. Guck mal, wir haben so viel Fleisch hier. Das ist der helle Wahnsinn. Oder der dunkle Wahnsinn. Je nachdem. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Oh, Kühlschrank ist auch voll. Ich liebe es. Also, so genial hatte ich die Küche noch nie gehabt, dass ich alles greifbar hier habe. Ein paar Schritte entfernt. Aber mir fällt gerade was auf. Schande auf mein Haupt. Ich habe hier sowas noch nicht. Das musste nachgeholt werden. Zero, Mathe-Professor kann wieder laufen. Jung. Ah, ha, 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 ha. Wie geil ist das denn? Zero ist der Erste, der seine Mechaniten los ist. Geil! Er kann endlich wieder forschen. Ich bin glücklich. Endlich ist er wieder Teil unserer Gemeinschaft. Hat ja lang genug gedauert. Dann müssten die Mechaniten auch demnächst bei anderen weg sein, denke ich. Nacktheit. Oh, Grau ist nackt. Da muss ich was gegen tun, glaube ich. Ah, es liegt daran, dass wir keine Hosen derzeit da haben, offenbar. Ja, kann man ja vielleicht auch mal eine Hose sich gönnen, ne? Eine Hose aus. Warte mal, erstmal wird das zu Ende gemacht. Und das kommt dann auch einmal alles löschen. Dann Teufelsgarn und alles wird gut. Enster kann sich dann gleich mal drum kümmern. So, weitermachen. Das Ding muss auch irgendwann fertig gemacht werden. Grau, ja, Grau ist auch so gut wie wieder auf dem Bein, glaube ich. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Oh, hier ist sogar schon wieder Sau. Wow. Wow, wow, wow. Diese Grau ist eine Wow-Frau. So. Ach komm, die kannst du dir schnappen und dann ins nächste Bett rein. Ja, so geht das halt nur bei uns. Und ganz viel Vogelfleisch, Vogel. Nee, da haben wir sogar Gazellenfleisch drin. Ausnahmsweise. Gibt's ja gar nicht. Straußenleder noch und nöcher. Forschung abgeschlossen. Krankenbetten. Yay. Können wir mal munter ins Forschungsmenü gehen und in Richtung Tiefenbohrung. Genau, das wollen wir doch tun. Eieiei, Tiefenscanner. Das wäre natürlich ganz, ganz böse, da die 7000 zu bekommen. Aber sind zumindest wieder am Forschen.
Und irgendwann müssen wir natürlich auch in Richtung Taos Dachschaden forschen, dass wir da was hinbekommen. Oh, Möbelchen. Da brauchen wir auch nochmal für den Forscher unter uns auf jeden Fall einen gemütlichen Stuhl. Wobei, man könnte auch einen Sessel hinbauen, oder? Oh, sind wir mal ganz luxuriös. Ich glaube, wir haben es... Ja, hier, 677 Stoff. Ey, wir machen mal hier so richtig so eine Rockefeller, glaube ich. Wir geben ihm einen Sessel, genau. So, abbrechen. Yeah. Gib ihm einen Sessel, aber so richtig schön. Zero ist die Chef auf die Sessel, genau. Und Grau, so. Zeit etwas beschleunigt und schon ist sie auch wieder auf dem Damm. Was wollen wir mehr? So, 8 Steinchen. Da kann Grau sich mal drum kümmern. Und? Jupp. Und dann wird alles wieder gut. Wobei Grau sich theoretisch auch das schnappen könnte. Kann es natürlich theoretisch auch sein lassen. Dönerfrikadelle, was machst du denn? Ausruhen, ne? Gut, das geht natürlich auch. Der hat ja auch noch die Mechaniten. Hab ich mir zumindest mal sagen lassen. Oh, nur noch 42 davon. Okay. Und da wird eine Teufelsgarnhose gemacht. Ich bin mal gespannt. Stück eines Raumschiffs. Joa, das können wir mal abklöppeln. Kann man sicherlich gebrauchen. Und was macht Tau jetzt? Tau trägt Nashornhaut-T-Shirt. Was man halt so trägt. So, was macht Döner überhaupt? Döner macht Steine. Okay. Nee, jetzt machst du erstmal das hier. Habe ich mal so eigennützig beschlossen, dass Dönerfrikadelle wieder eine Waffe baut. Und eine Hose wurde fertiggestellt. Na gut, hat Ernst der sich ganz uneigennützig selbst angezogen. Wow. Okay. Zero hat auch schon ein Langarmhemd offenbar. Oh, in guter Qualität. Ah, guck mal, da ein Unterschied. 11, und 15, das ist ein Unterschied zu Enster mit, da haben wir es, 7, und 10, also der Qualitätsunterschied, der macht verdammt viel aus. Also da muss ich vielleicht auch demnächst mal jemand Besseren ranlassen. So leid es mir tut. Teufelsgarnhose, wie gut ist die denn geworden? Mal wieder schäbig. Aber Schmetter und Stich, zumindest ein paar Prozentchen sind es ja, ist besser als gar nichts. So, Anki macht hier die letzten Teilchen der Mauer so langsam, aber sicher fertig. Habe ich da gar... Doch, das ist hier schon gezogen. Das kommt gleich dran. So, da fehlen nur noch ein paar kleine Steinchen, aber die haben wir ja auf Lager, das ist ja alles kein Problem. Da gibt es schlimmere Probleme auf jeden Fall. Struktürchen. Jo. Bauen wir das Zeug mal hier ein bisschen aus. Dann haben wir größere Nahrungskammer. Schadet nicht. Dann können wir da nämlich auch wieder produzieren, weil wir haben hier echt so ein kleines Fleischproblem. Wenn das hier gelagert werden muss, seht ihr, verderbt in einen Tag. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja, da können wir theoretisch auch nochmal Temperatur. Aha, da haben wir sogar die Stromleitung vorausblickend gebaut. Kühlen wollen wir, genau. Da können wir nochmal so ein Ding reinpacken. Viele Teile haben wir nicht mehr übrig. Die Gruppe, soziale Vereinigung Hathburn.
Das waren die, mit denen ich mich, glaube ich, gut verstanden habe. Mal sehen, ob das Anwerber auch dafür gilt. Da bin ich mal ganz gespannt. So, wie sieht's überhaupt aus? Fraktionen. Ja, mit denen verstand ich mich super. Gefällt mir. Da möchte ich mal sehen, was sich da dann tut vielleicht. Wo sind sie denn? Wo seid ihr? Meine Gäste, kommt her. Hä? Wo sind die Gäste? Ach, die sind schon da. Wo kommen die denn her? So, was haben wir denn hier? Raufbold und Misogynie. Ich glaube nicht. Nudist, Optimist, kann kochen, sozial, Nahkampf, Fernkampf. Verweigert einfache Arbeit. Nee, kann kochen. Was haben wir hier? Auch wieder ein Optimist. Hernan McPherson. Auch Nudist? Sag mal, wie viele Nudisten sind dabei? Ach, da haben wir noch Eiko und Holt. Asket und Abstinenzler. Hat natürlich auch was. Ach, je. Den könnten wir am ehesten gebrauchen. 53 Jahre alt. Was sagt der Körper? Der Körper sagt, oh, man kann so einiges noch machen. Treasure Hunter. Hatte eine abenteuerliche Vergangenheit auf jeden Fall auch. Alter Falter. Konstruktion kann man die natürlich auch so ein bisschen noch hintrainieren. Gibt es hier sonst noch irgendjemanden? Nö, Optimist und Nudist, ja, kann man machen. Plaudert nicht mit Schan, das ist natürlich niemand von unseren. Hm. Beziehungsschaden bei Rekrutierung. Ja, das kostet ein bisschen was, aber versuchen wir mal zur Unterhaltung halten und anzuwerben. Ist hier irgendwo ein Anführer erkennbar? Burgundi. Ach ja, es war ja der Misogynist hier. Das ist nicht so gut. Das ist nicht gut, wenn jemand eine schlechte Meinung von einem Geschlecht hat. Das wollen wir nicht. Da sind wir zu anständig für. Ah, da konnte wieder was gelagert werden. Auch nicht schlecht. Ach, Eiko ist hier. Anführer von die Truppe. Ah, verweigert einfache Arbeit, handwerklich und kochen. Kann aber Landwirtschaft, Tiere und Soziales. Ach, da kann man ja eigentlich mal sagen, hey, wir versuchen zumindest zu unterhalten. Besser als gar nichts. Raven hat sich auch schön mit Chana gerade unterhalten, das ist doch gut. Schön Freundschaften knüpfen. So wollen wir das Ganze ja auch haben. Aber ich weiß nicht, bringt das was, wenn ich den hier irgendwie Beleuchtung reinpacke? Keine Ahnung. Aufgabe beendet, leichtes Maschinengewehr. Da ist es. Qualität gut. Oh, lässt sich doch sehen. Wie viel Teufelsgarn? 42, da brauchen wir 55 für und hierfür 50. Das ist zu wenig Material, was wir leider haben. Schade, schade. Und die sind erst bei 59. Da muss noch ein bisschen mehr her. So, eine Waffe werden wir vorerst nicht machen. Wir brauchen ja noch unsere letzten Bauteilchen auf jeden Fall. Was können wir denn machen? Wir könnten
so rein theopraktisch mal wieder ein bisschen Eisen abbauen, glaube ich. Die Frage ist nur, wo zuerst? Hier haben wir ja eigentlich noch Vorräte. Da ist sogar noch was zum Abbauen. Da auch. Und niemand trägt die Sachen her. Das ist ein Skandal. Da brauche ich irgendwann wirklich mein Tierchen hier. Wo haben wir denn hier? Elefant. Da ist das Freundchen. Hat aber leider erst ein von sieben da. Ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Oh, die futtern sich hier auch schön satt. Das gefällt mir. Können wir ja theoretisch auch. Warte mal, wir haben hier noch... Ah, das... Da ist noch einiges an Holz auf jeden Fall. Da können wir hier einen Tisch noch hinpacken. Warte mal, so und so. Dann sind da auf jeden Fall auch nochmal vier Plätze. Haben wir 10 Plätze. Das müsste eigentlich ausreichen dann. Theopraktisch könnte man auch mal sich anschauen, was haben wir hier noch an Produktionsstätten, die gar nicht mal so schlecht wären. Warte, wir haben ja noch hier Dönerfrikadelle. Wie geht's dir denn? Körperlich noch immer die Naniten? Ja, passiert halt. Bedürfnis. Erholung. Ja, kann auch ein bisschen Schlaf vertragen. Warten wir mal ein bisschen noch ab und... Genau, Strukturen abreißen. Können wir mal hier machen. Wird schon schief gehen, so. Wo waren wir stehen geblieben? Das ist unser Elefant. Schade, ich dachte, wir hätten wieder mal so einen Vereinzelten, den wir angehen könnten. Aber ganz offenbar nicht. Mist, was wollte ich jetzt nochmal tun? Hehehehe. Wenn ich das so wüsste. Zero forscht auf jeden Fall und wartet noch auf seinen Sessel. Der darf gerne mal kommen. Und Enz, der bringt mal ein bisschen Holz heran. Ja, das ist auch schön. Zumindest einer, der sich mal befleißigt, ein bisschen Sachen zu schleppen. Und wenn wir das Mäulchen weg haben, dann haben wir eine schön größere Nahrungskammer. Gefällt mir schon mal sehr. Jawohl. Und ein Überfall kommt auch noch dazu. Ja, lecco mio. Jetzt geht der Spaß richtig los. Ach, das wird schön. Ich glaube, das wird ein Spaß. Aber den Spaß, ich glaube... den machen wir heute noch. Den machen wir heute noch. Das geht so gerade eben. Hab mal ganz kurz, falls ihr euch gewundert habt, dass der Sound ein wenig weg war, habe ich mich mal umgeschaut, wie das so aussieht von unseren Ressourcen. Aber das passt alles wunderbärchen. Jo, Anki nimmt das andere Gewehr davon. Gefällt mir. Tau wird sich dorthin gesellen. Insta bringe ich dahin. Dahin. Und Zero. Da habe ich Zero Ahnung, was ich mit dem mache. Wo ist Zero denn? Ach, da ist Zero. Ja, Zero, du schnappst dir mal am besten. Ist zwar vielleicht etwas vergeudet, so eine gute Waffe für so einen schlechten Schützen. Aber wir machen es einfach mal. Dann können wir eigentlich auch mal hier die Arbeitsgebiet erweitern. Gebiete verwalten. Neues Tiergebiet. Umbenennen. Tier. Kampfzone. Ja. Ja, nee. Ich wollte die Tierkampfzone haben.
passt schon irgendwie, ne? Das ist die Tierkampfzone auf jeden Fall. So, Tierkampfzone wollen wir haben. Wo ist das Tiergebiet 2? Das Tiergebiet 2 ist... da. Genau, dann machen wir mal einmal hier... mal Lope, Tiergebiet 2 und hier Tierkampfzone, aber so richtig. Zack. Oh, Zero. Zero, Zero, Zero. Wir wollen dich nicht nur ausrüsten, wir wollen dich dann auch hier mit dabei haben. Also volle Elle. Cool, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Tau und Döner haben sich hier sicher voll verschanzt, inklusive Elefant. Was man nicht so alles macht. Ja, und die haben auch primitive Waffen da. Da wird es keine Probleme geben, auf jeden Fall. Oh, ich sehe gerade das Problem. Wir werden einmal ein wenig rumwandern. Warum schießt ihr denn nicht? Oh oh. Mist. Okay, Zero hat was abbekommen. Hä? Scheiße. Sind das nicht unsere Gäste? Oder? Die haben viel zu gute Bewaffnung. Zu Hilfe. Ups. Zero hat's aus den Latschen gehauen. So, jetzt fliehen die. Flieht, ihr Narren. Ja. Um alles andere kümmern wir uns aber in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt in Daddlezeit mit Rimworld, weil dann müssen wir ja mal gucken, wen Dönerfrikadelle zum Beispiel anwärmen kann. Aber das, wie gesagt, dann. Bis dahin, ciao, ciao, ihr Lieben, und schaltet unbedingt wieder ein.